reden wir mal über die Kita-Krise. Und falls Sie jetzt denken, was soll das denn für eine Krise sein, weil bei Ihnen gar keine Kleinkinder wohnen. Erstens, herzlichen Glückwunsch. Zweitens, hier mal zum Reinkommen, der Sound eines Kindes, das zu Hause aufbewahrt wird, weil die Kita zu hat. Na, nervt total, ne? Halt die Fresse! Sorry. Tatsächlich erleben wir gerade eine Art Vollkitastrophe. Das ist nicht übertrieben. Es ist nicht übertrieben. 6 von 10 deutschen Eltern sagen, dass ihre Kita in diesem Jahr schon geschlossen oder nur noch verkürzt geöffnet war. Viele andere finden gar keinen Kita-Platz für ihr Kind. Und das im Jubiläumsjahr. Ja, wir feiern nämlich 10 Jahre Rechtsanspruch auf Kita-Platz. Hurra! Den Rechtsanspruch auf den Kindergartenplatz, den Sie gewähren müssen. Im Prinzip können sich die Leute das in die Haare schmieren. Oder wie sehen Sie das? Ja. Ist das ulkig? Genau das war gerade die Frage bei Günther Jauch. Kann man sich den Rechtsanspruch auf Kita-Platz A. von der Backe putzen, B. durchs Klo spülen, C. gepflegt hinten reinschieben oder D. in die Haare schmieren? So, und das Irre ist, alle Antworten sind richtig, meine Damen und Herren. Ja, war aber auch nur die 50-Euro-Frage. So, über die Hälfte der Eltern stand dieses Jahr also bereits vor geschlossenen Kita-Türen. Rund 1/3 hat deswegen die eigene Berufstätigkeit reduziert. Verstehen Sie, Eltern müssen bei uns weniger arbeiten und dann jammert man über Fachkräftemangel. Zumal im Winter ja alles noch schlimmer wird wegen der Erkältungsfälle. Lauter kranke Erzieherinnen, klar. Nur weil auch die Hälfte der Kinder krank sind und fehlen, kann die Kita St. Johann Baptist heute die gewohnten Öffnungszeiten überhaupt anbieten. Siehste, so hat doch alles sein Gutes. Ne? Nachzulesen in dem berühmten Kinderbuch Conny steckt die ganze Kita an, weil Mama arbeiten muss. Ne? Kitas sind bei uns genau wie Schulen Ländersache. Das ist also eine Art Geburtslotterie, je nachdem, wo man von seiner Mutter rausgequetscht wird. Ne? Die Linkspartei fordert diese Woche im Bundestag viel mehr Engagement des Bundes. Am besten ein Kita-Sondervermögen. Denn so wie jetzt kann es ja nicht weitergehen. Es ist ein Teufelskreis. Zu wenig Erzieherinnen und Erzieher heißt noch mehr Stress für die paar Vorhandenen. Gleich mehr Krankheit und Burnout. Im Kino läuft jetzt endlich mal ein realistischer Mary Poppins-Film. Da kommt das legendäre Kindermädchen zu einer deutschen Kita geflogen, guckt mal ganz kurz durchs Fenster und fliegt direkt wieder nach Hause. Das alles in Mary Poppins, hasst jetzt Kinder und arbeitet lieber bei Lieferando. Lieber bei Lieferando, verständlich. So, dabei haben wir doch seit Januar das sogenannte Kita-Qualitätsgesetz. Und davor gab es, Sie erinnern sich bestimmt, das Gute-Kita-Gesetz. Muss ja gut sein, denkt man. Tatsächlich ist aber die Personalsituation in den Kitas seitdem schlechter geworden. Ja, man sollte es also umbenennen in schöne Idee, scheiße umgesetzt, Gesetz. Die Länder, aber auch der Bund mit Familienministerin Lisa Paus müssen sich noch viel mehr reinhängen. Auch finanziell, natürlich. Frühkindliche Förderung ist so wichtig. Sonst darf man sich später nicht wundern über die vielen Jugendlichen, die ohne jeden Abschluss durch unser Bildungssystem rauschen. Kita-Krise, ein überraschendes, weil völlig neues Problem. Nur ein Teil der Bewerber hat das Glück, überhaupt einen Platz zu bekommen. Und ob die sich glücklich nennen können, die sich in den oft überalterten und überbesetzten Kindergärten drängen, darf man bezweifeln. Ja. Damals hat der WDR noch mit Xylophon gearbeitet. Ist heute zum Glück illegal. So, im Kern braucht Kita-Personal natürlich mehr Gehalt, mehr Anerkennung und mehr Aufstiegschancen. Es gibt immer noch Azubis, die da gar kein Geld kriegen. Und übrigens, wenn alle Kita-Plätze nach kindgerechten Betreuungsschlüssel besetzt würden, bräuchte es, Achtung, 308.000 zusätzliche Stellen. Oh, ach Kinder, wie schön war das doch zu Zeiten der Gebrüder Grimm, oder? Als man die überzähligen Blagen einfach im Wald aussetzen durfte. Ja. Und irgendeine Hexe hat sich gekümmert. Ja. Wunderbar. So, immerhin suchen heute viele Kommunen neue Auszubildende. Wenigstens das machen sie. Und trotzdem wird gemeckert. Stellen ausschreiben für Ausbildungsstellen. Das ist in 3 Jahren, sind die fertig. Da ist meine Tochter in der Schule. Ich habe jetzt das Problem. Ja, und das passt doch super erst in 3 Jahren, denn ab 2026 gibt es ja auch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Schule. Ne? Und den kann sie sich dann auch, wer weiß es, richtig in die Haare schmieren, meine Damen und Herren. Wegen der langen Kita-Wartelisten muss man sein Kind heutzutage eigentlich schon während der Zeugung anmelden. Ne? Und es kann trotzdem dauern. Umso schöner, wenn es dann endlich klappt,
wie bei diesem Mann, der hier nach nur 70 Jahren erfährt, dass er einen Platz in der Iltis-Gruppe kriegt. Und sie freut sich, weil er bald weniger zu Hause ist. In Sachen Kitas ist also weiter viel Geduld gefragt. Gute Nerven und Zähne zusammenbeißen. Bei der Familie Gerz zum Beispiel. Katjana, Gerz und ihr Mann müssen improvisieren, weil die Kita schon wieder zu hat. Ja, klar, schön ist das nicht. Aber im Moment sehen wir das Positive. Mein Mann und ich können Überstunden abfeiern und es ist ja auch zusätzliche Quality Time mit den Kindern. Die Kita hat immer noch zu, da gibt es jetzt wohl Läuse oder die Cholera, keine Ahnung. Aber als Filialleiterin von einem Baumarkt kann man halt nicht ewig freimachen. Deswegen habe ich jetzt in der Not die Kleine einfach mal mit zur Arbeit gebracht. So, Sophie, du setzt dich jetzt einfach so dahin und guckst dein Bilderbuch. Ja, toll. Und die Mama kommt in 4 Stunden wieder. Was ist denn hier los? Ja, sie ist leider sehr unruhig, die Kleine, weil sie hochbegabt ist. Aber ich habe jetzt eine Lösung, um sie zu beschäftigen. Ja? Was machst du eigentlich hier? Win-win. Sophie lernt zahlen und ich spare eine Fachkraft. 3.000 Euro, bitte. Einfach zahlen. Toll machst du das, wirklich. Katjanas Mann hat derweil den gemeinsamen Sohn mit an seinen Arbeitsplatz genommen. In der Chirurgie der Kölner Uniklinik. So, Alex, jetzt schauen wir mal zusammen, wo bei dem Onkel die Gallenblase sitzt, oder? Ja. Ja. Spannend, oder? Na komm. Oh. An den Abenden versuchen die erschöpften Eltern außerdem, ihre Kinder noch altersgerecht zu fördern. Katze, genau, sehr gut machst du das. Ich schaffe das aber nicht bei beiden. Für mehr reicht meine Energie einfach nicht. Da muss man sich für ein Kind entscheiden. Ist halt so. Eine wird gefördert und der andere bleibt doof. Ist nicht schlimm, Alex. Du kannst ja später eine reiche Frau heiraten, hm? Am Ende des Tages bleiben dem Paar nur wenige Stunden allein. Also eins ist klar, mit der Kita-Situation auf keinen Fall noch ein Kind. Und ich habe so Angst, dass ich mal die Pille vergesse. Deswegen muss mein Mann jetzt immer super enge Hosen tragen. Das ist Gift für die Spermien. Und wenn trotz Erschöpfung und enger Hose überraschend doch Erotik in der Luft liegt, haben die Gerzens inzwischen eine einfache Lösung. Erinnern Sie sich auch an früher? Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich auch nicht. Die haben gesagt, ich soll meinen Lieblingswitz erzählen. Ja, das mache ich gerne. Also, kommen ein Pferd, Jeff Bezos und der Papst in eine Bar, sagt der Barkeeper, abonniere endlich den verkackten Heute-Show-Kanal! Also, geht doch!